Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Odimar Shoppen. Und zwar haben wir das hier alles. Einige Sachen habe ich aber nur geholt, weil ich Rabatt hatte. Ich bin ja auf einigen Facebook-Seiten und Gruppen, und da habe ich ein paar Rabatte gesehen und die habe ich dann einfach mitgenommen. Aber das Wichtigste zuerst, würde ich sagen, das Teuerste und das Wichtigste. Ich habe mir nochmal einen Elgato Multimount geholt. Ja, das ist halt ein Ständer. Wartet mal, ich zeige euch das mal. Hier ist aber hartnäckig, ey. So, jetzt. Ach, jetzt nochmal Kleber drauf. So. Hoppala. Fährt die Anleitung raus. Ah, da haben wir noch eine Kappe. Okay, gut. Das ist so eine Tischklemme. Also hier unten ist die Tischklemme. Auch für große Tische geeignet. Und hier kann man dann ausziehen, zweimal oder dreimal war das, zweimal glaube ich. Und dann halt hier oben kann ich dann meine Kamera sozusagen aufmachen. Und dazu habe ich mir dann noch dazu bestellt. Das soll hier an, also das ist nicht nur hier, das ist multifunktionell. So. Erkläre euch das gleich. So, dazu habe ich mir dann noch dieses hier bestellt. Das ist der FlexArm L, glaube ich. So, den habe ich mir auch damals schon mal geholt gehabt. Also einmal habe ich schon, aber alle Teile verbaut. Und jetzt habe ich mir noch mal so einen FlexArm geholt. Das besteht halt aus verschiedenen Teilen, die man am Multimount dran machen kann. Also hier einen langen, etwas kürzeren und zwei ganz kurze. So. Und meine. So. Ah, das machen wir erstmal nach hinten. So. Und ich habe mir gedacht, ich werde dann das nämlich den Multimount hier am Tisch befestigen und den Flexarm dann hier rüber machen. Der müsste dann etwa bis zur Mitte vom Tisch reichen. Und dafür kam ich heute auch. Heute endlich an. Habe ich mir dann noch mal von Ulanzi oder wie die heißen. Ja, Ulanzi. So ein Ding bestellt. Wartet mal, sieht man. Ja, der Fokus, jetzt geht er. Ja, von Ulanzi, das ist so ein. Schnellhalter für Kamera. Also kannst du hier oben die Kamera drauf machen, unten schraubst du irgendwo anders drauf. Was ich jetzt schon überall dran habe, brauche ich ja dann nochmal für den Arm, wo es dann raufkommt und dass ich die Kamera dann da befestigen kann. Das ist ganz gut. Und ich kann das dann auch rein theoretisch, könnte ich den dann, ich muss mal gucken, wenn die Küche fertig ist, könnte ich das dann auch einfach lösen. Den Flexarm kürzen logischerweise, den brauche ich dann nicht, den nehme ich oben einfach ab und nehme nur die Kugel, wo denn die Kamera dran ist, mache den an den Multimount dran, also an den langen Arm, und mache da dann einfach die Kamera rauf und befestige eine Küche. Und könnte, wenn ich eine Küche koche, könnte ich da dann eigentlich, ja, demnächst dann filmen. Verlängerungskabel für Mikrofon habe ich ja, passt alles. Ich habe auch noch eine Funkstrecke, eigentlich für so ein größeres Mikrofon, für so ein Handmikrofon, was ich mir geholt habe. Aber das könnte man eigentlich auch ausweiten und dann halt praktisch. Müsste mal gucken. So. Nee, dann habe ich noch was bestellt. Genau. Das habe ich mir bestellt. Ja, ihr wisst, ich habe hier so ein cooles Mikrofon, was mir der liebe Soulflyer geschenkt hat. Liebe Grüße gehen an Soulflyer raus.
Und ihr wisst ja, mein P30 Pro hat kein Klinkeanschluss. Und es waren auch keine Kopfhörer mit bei und so. Und da habe ich mir gedacht, weil ich weiß nicht, was das nächste Handy, was das ist. Und da habe ich das gesehen und das war rabattiert. Muss ich kurz auspacken. Da habe ich mir nochmal ein Mikrofon geholt. Auch ein Lavalier. Oder wie die Dinger heißen. Ich habe hier auch irgendwo noch zwei so eine, warte mal, da fehlt noch was. So. Hier zwei so eine Halter habe ich noch mit bei. Da muss ich erstmal gucken, so eine Klemme, wie ich die zusammenbaue. Dann habe ich nochmal so ein Adapterstück von 2 auf 3 oder so. Muss ich mir erstmal durchlesen. Ich habe auch so ein Puschel, wenn ich draußen bin, so ein Windfänger. Das war mir sehr wichtig. Das werdet ihr später irgendwann noch mal erleben. Da will ich noch nicht zu viel verraten. Da muss ich erstmal gucken. Dann habe ich ein Verlängerungsstück mit einem Winkel. Das war mir jetzt nicht so wichtig, aber gut, dass es das mit bei ist. Aber das hier. USB-C auf Klinke. Das mache ich praktisch mit USB-C in mein Handy rein. Und dann an den Klinkeanschluss kann ich einfach mein Mikrofon ranmachen. Und das kommt so, wie es ist. Mit dem ganzen Zusatzgebamsel kommt es ins Auto. Ins Handschuhfach. Warum? Ja, weil ihr habt ja die Qualität mitgekriegt, wenn ich Autovlog mache. Das Mikrofon ist halt doof. Und ich weiß auch nie, wann ich einen Autofahrvlog mache. Ich bin da sehr spontan und sag dann einfach jetzt gerade: Oh komm, mach mal einen Autofahrvlog. Einfach so. Und deswegen brauche ich das im Auto, dass ich das halt immer griffbereit habe, wenn ich dann Bock habe, einen Autofahrvlog zu machen oder einen Autostream zu machen, dass ich gleich bereit bin und loslegen kann. Und dafür habe ich mir das Mikrofon geholt. So. Das kommt später. Dann nehmen wir mal als nächstes das hier. Ich habe nämlich noch was geholt. Ich habe schon so ein komisches Prisma, was oben Licht an die Decke macht. Aber ich habe noch was Spezielles gesucht. Meine Mutter hatte nämlich mal eins, wo nur grüne Punkte an die Decke gemacht wurden. Also nicht Farbspektakel, irgendwelche Klimbims oder so. Nur grüne Punkte. Oder rote Punkte für Sterne. Ja, das sah mit Grün richtig, richtig schön aus. Und da habe ich mir dann das hier geholt. Das ist Farbspektakel und Himmel. War reduziert. Also Amazon hat da irgendwie Prozente drauf gegeben. Und ja, da haben wir hier so verschiedene kosmische Nebelarten, aber was halt wichtig ist, auch Sky, also Himmel, also Sterne, Himmel, Sky. Hier seht ihr, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich suche gerade ein Bild, wo man das vielleicht sieht. Ja, ich nehme mal das hier. Müsst ihr da mal hingucken, diese. Aber das werdet ihr wahrscheinlich nicht so gut erkennen, diese grünen Punkte. Hier sieht man es vielleicht noch ein bisschen. Ja, sieht da bestimmt nicht so gut. Da sind überall grüne Punkte. Und da bin ich gespannt. Weil es stand leider in der Anleitung nicht. Vielleicht ist es doch ein Fehlkauf. Dann geht es wieder zurück, aber da stand halt nicht in der Anleitung, ob man auch nur diese Punkte machen kann. Also ohne Farbspektakel, einfach nur diese Punkte. Aber ja, das würde ich nämlich gerne einzeln haben wollen. Mit Farbspektakel, die so einen Himmel so an die Decke machen, das ist vielleicht für den Stream ganz interessant, wenn von hinten noch ein bisschen Beleuchtung ist. Weil mit der Leuchte, wo ich die hier kurzzeitig hatte, die ich leider zurückschicken musste, weil die LEDs kaputt sind. Ach du Scheiße, ist das groß. Ui, 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 ui. Ja, wie ein kleiner Projektor, ist ja riesengroßes Ding. Ja, das will ich heute auch gleich noch aufbauen. Das will ich heute Abend im Hangout dann testen. Vielleicht mache ich heute auch gar keinen Hangout. Keine Ahnung. Ich habe momentan nicht so den Bock. So. Und dann war nur noch eins. Und das ist jetzt, wo ich Rabatt gekriegt habe. Ist noch was drin? Nö.
Das ist jetzt, was ich, wo ich Rabatt gekriegt habe. Über die Facebook-Gruppe Seite. Die posten immer halt auf einen Rabattcode kurz für irgendwelche Produkte. Das ist eine Kühltasche. Ja, so ähnlich wie die Kühltasche, die ich schon habe, wo ich schon zwei von habe, auf die ich absolut schwöre. Aber die hat wieder mit Fach oben, wo man oben öffnen kann. Die habe ich noch nicht ausgepackt. Ich habe eine schon ausgepackt. Das ist die. Also ich habe 20 Liter und 30 Liter gekauft. So sieht die aus. Ich werde die euch auch verlinken. Die ist jetzt, muss ich auch dazu sagen, die ist nicht so schön wie die Originale, die ich habe. Wo das hier alles sehr eng anliegt. Das ist hier wieder alles locker. Seht ihr ja. Aber wenn man das dann hier in die Ecken drin macht. Ich hoffe, dass es sich dann irgendwann mal gerade liegt und dann nicht mehr so verteilt werden muss. Aber positiv ist halt, die Reißverschlüsse sind auch schön dick. Ich musste eine schon benutzen, weil ich meine Kühltasche nicht bei hatte. Eine hat uns gefehlt und dann hatten wir die gerade abgeholt. Also positiv ist halt, man hat hier oben ein Fach, kann den reinpacken, zack, bumm, zu. Ja, das ist halt sehr schön. Auch wenn man dann am Strand zum Beispiel sie mitnimmt oder so, die halten immer sehr lange kühl. Also wenn sie genauso ist wie meine anderen, du brauchst halt nicht komplett aufmachen und die ganze Kälte raus. Nee, einmal nur so reingreifen, zack und zu. Dann hat man aber hier vorne noch ein Fach, das ist aber nicht gekühlt. Also hier ist dann halt, die ist von Femor oder so, Femor. Hier vorne habt ihr dann noch so kleine Fächer. Also hier so kann man dann halt, was weiß ich, Löffel, Messer und sowas reinmachen oder irgendwas. Ja. Und hier an der Seite habt ihr dann noch so ein Netz, wo man es reinmachen kann. Auf der anderen Seite auch. Ihr habt auch einen Flaschenöffner hier schon befestigt, an so einem Stück Strippe. Und wie gesagt, ihr könnt natürlich auch ganz normal hier wieder so ein Gurt befestigen. So, den hatte ich nur nicht festgemacht. Und die habe ich mir halt in 20 und in 30 Liter geholt, weil ich brauchte eine kleine und eine größere. Oh. Beziehungsweise, ich wollte eigentlich nur eine kleinere haben, aber durch den Rabattcode habe ich gedacht, scheißegal, packst du halt noch eine mehr rein. Das habe ich jetzt für beide, habe ich jetzt so viel bezahlt, was man eigentlich für eine bezahlt, glaube ich. Nimmt man da natürlich an. Würde ich mal so sagen. Würdet ihr genauso machen, denke ich mal. Ja. Ach kommt. Machen wir spontan. Wir testen das Ding jetzt einfach. Ganz spontan, ohne was shoppen mit aufbauen. Laser, Vorsicht. Okay. Machen wir jetzt hier einfach mal ganz spontan. Fernbedienung ist auch mit bei. Koffer, Batterien sind drin. Oh, ich hoffe, der Himmel geht auch, also es geht auch nur wirklich die grünen Punkte. Aber sieht jetzt nicht gerade lang aus. Aber der Kasten ist auch größer, als ich gedacht habe. Wie gesagt, ich habe gedacht, das ist so ein kleiner Kasten. Ein bisschen dichter an der Decke. Die anderen, die Galle hatte, die so rangebeamt hatten, ist ja nicht mein erster Gerät. Die sind meistens hier mal ziemlich schnell kaputt. Die sind halt nur so groß und machen das an der Decke oder halt so viereckig so und projizieren das. Dass das Ding so riesig ist. Aber der Kabel ist ein bisschen kurz. Also der ist ein bisschen kurz geraten. Finde ich sehr schade. Wo ist das Loch? Da ist das Loch. So. Jetzt müssen wir mal gucken. So. Ja, passt hier auf den Tisch.
Natürlich ist keine Batterie drinne. So. Stilecht. Haltet. Ach, jetzt pegelt er wieder nicht. Warum fällt denn immer runter? Ich kann halt auch schlecht mit einer Hand den Kopf wegmachen. So, und dann das Weiße. So. Und dann. Jetzt müsst ihr das sehen. Ja. Amazon Basic. Ja. So, was haben wir denn hier Schönes? On. Das sieht geil aus. Oh, das sieht geil aus. Und es dreht sich. Und es ist wirklich nur Sternenhimmel. Oh, das, und die sind richtig gut zu sehen. Wartet mal, ich mach mal kurz aus. Nee, da kommt Nebel rüber. Ah, okay, gut. Aber sieht geil aus. Sieht geiler aus als diese kleinen Dinger, die ich vorher hatte. Muss ich echt sagen, das sieht wirklich beeindruckend aus. Mit dem Nebel. Sieht richtig, richtig toll aus. Oh, das muss ich heute Abend mal testen. Muss ich nur noch einen passenden Punkt finden, wo ich das hinstelle. Ich glaube, hier hinten ist vielleicht doch nicht so gut. Wartet mal, ich richte euch mal nach oben, damit ihr das sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, ein bisschen könnt ihr sehen. Oh, das sieht so schick aus. Warte mal. Aber hier oben könnt ihr das gar nicht sehen, das blaue hier, wa? Ihr seht jetzt halt nur das Grüne hier. Aber hier ist halt auch noch blau. Jetzt sind nur Grün und Rot. Und Farbübergänge mit dem Nebel. Jetzt ist wieder mit Sterne, ohne, mit. Oh, ja, doch, es geht. Es geht. Oh, nur der Sternenhimmel. Oh, das geht über den ganzen Raum. Also, das habe ich jetzt hier hinten stehen in der Ecke. Das geht über den ganzen Raum. Oh, wie geil. Oh, wie geil. So, was haben wir denn noch für Tasten? Ach, wir können die Geschwindigkeit hier noch machen von den Sternen. Müsste auch stehen, aber ich mach mal so ein bisschen langsam. Was haben wir hier? Hier passiert nichts. Ah, okay, hier haben wir einen kleineren Nebel. Oh, hier haben wir so einen dreifachen. Grün, Blau, Rot. Oh, das sieht so geil aus, Leute. Aber vor allem, ich kann eigentlich das mit Sternen machen. Oh, herrlich. So. Jetzt sind da so ein bisschen Sterne bei mir über die Sicht. Das ist wirklich, wirklich richtig cool. Also das war definitiv kein Fehlkauf. Also jetzt muss ich nur noch einen schönen Platz finden. Ich hätte auch nicht gedacht,
Weil ich, hier ist ja praktisch meine Außenwand. Also hier ist ja praktisch, geht es ja zu meinem Balkon. Und ich habe das jetzt hier bei mir auf dem Esstisch stehen. Und der Sternenhimmel ist wirklich bis zur Wohnzimmertür, also komplett die ganze Decke. Und teilweise ja ein bisschen unterhalb der Decke an der Wand. Das sieht richtig geil aus. Muss ich nur noch einen schönen Platz dafür finden, wo ich es hinstelle. Aber ich kann es ja hier nicht auf dem Tisch stehen lassen. Ich könnte es auch dahin stellen. Aber das würde wahrscheinlich die Tür stören. Ich glaube, ich lasse es auf dem Tisch stehen. Und ich stelle es hier oben ins Regal. Testen wir mal, was da passiert, wenn ich es ins Regal stelle. Ach, okay. Dann kannst du es ja ankippen, okay. So. Dafür sind diese komischen Füße da. So. Sieht geil aus. Sieht richtig, richtig, richtig geil aus. Aber das ist jetzt habe ich es zu weit hinten. Es ist zwar trotzdem überall, aber es ist mir zu weit darüber. Mit dem Nebel versuchen. Du hast ja Sternschnuppen oder so mit bei hier. Oh, jetzt blinken hier so ein paar auf. Aber wir haben so richtig wie so eine Corona, ist ja geil. Ich freu mich gerade wie so ein kleines Kind. Weil es richtig cool aussieht. Ich muss halt nur noch den richtigen Platz finden. Jetzt, das ist zu hoch, also ich müsste wahrscheinlich. Der Kabel ist, also das ist wirklich ein Manko, dass der Kabel zu kurz ist. Der müsste länger sein, dass man das ein bisschen mehr variieren kann. So ist das ein bisschen zu kurz. Ich lasse es erstmal lasse ich es hier oben unten auf dem Esstisch und dann muss ich mir noch einen Platz finden. Also Fehlkauf war es definitiv nicht. Bin mega zufrieden. Hier haben wir dann praktisch, ich zeige euch das mal kurz. Hier unten, hier kommt der Sternenhimmel denn. Grün. Und hier werden dann die projiziert. Ja, ist wie so ein Laser. Also grün. Voll klasse. Ich muss schon so machen, damit das hier so steil so nach oben ist, damit das bis hier hinten in die Ecke rankommt. Ja, so lasse ich das. So, das soll es jetzt auch soweit dazu gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen, auch wenn es diesmal ein längeres Odimar shoppen war. Hier haben wir noch erklärt, Reset-Knopf. LED, Discolor, Laserswitch, LED-Switch, Reset, Laser Brightness, Laser Up, Laser Down, Laser K. Okay. Ich werde euch das auf jeden Fall verlinken. Kein Verkauf diesmal. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Däumchen wären Träumchen.
Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Jetzt werde ich dann erstmal auch demnächst aufbauen, hier mit dem Multimount und so. Da kann man dann auch ein bisschen, auch wenn ich dann zum Beispiel die Handy-App zeigen will oder so, dann brauche ich das jetzt nur so halten und kann von oben filmen und brauche mir da keine Sorgen mehr machen, wie ich das, dass ich das immer so halte, wie ich halte. Dann kann ich das nämlich vernünftig abfilmen und dann passt das alles schon besser. So, ich bin jetzt weg. Wir sehen uns. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin. Odin's Curse.